Standen gleich nochmal, wie viel wir gefangen haben. Irgendwie regt mich gerade meine Nase total auf. Hä? Ach, gefangen 39, okay. Gesehen heißt das? Gesehen? Gesehen, bestimmt gesehen 106. Ich glaube, ein Pokémon fehlt uns noch. Eins brauchen wir, glaube ich, doch, damit wir bei diesen komischen Typen bei dem Radweg da hinten irgendwie ein Item bekommen. Da können wir dann bestimmt hinfliegen. Wir haben. Ich hätte einfach da rumgehen können. Ich hätte einfach rüberspringen können. Egal. Wir gehen einfach mal einen Umweg. Dann können wir erstmal auch, wie gesagt, Fliegen testen und wir können nachschauen, wegen Pokémon und so weiter, wie viel wir brauchen. Ich glaube, es waren 40. So, ab in die Safari-Zone nochmal, wo wir uns immer durchzerschneiden müssen. Anstatt dieses Unkraut hier mal komplett wegzumachen, damit die Leute sich hier vernünftig bewegen können. Nein, dann eben nicht. So, ja, give me, ich habe genug Money. Give. Dankeschön. So, damit bin ich genug Zeit verliert, fangen wir gleich hier an, in diesem Busch. Und werden uns alle Pokémon fangen, die wir noch brauchen. Wenn die natürlich kommen, das ist natürlich die andere Frage. Jetzt bekomme ich so viel. Oh wei, geh weg, oh wei. Ich will dich nicht. Oh, da ist ein, ich werfe gleich mal einen Ball. Ich fresse mal mit dem Ball. Ich glaube, der ist ziemlich selten, meine ich. Der Sichlor. Ah, verdammt. Bitte nicht fliehen. Ach, verdammte Scheiße, warum fliehst du? Den haben wir. Ups, das wollte ich gerade gar nicht. Ist eh geflohen, das passt. Und hier bekommen wir, war auch schon. Da, wir waren noch so viele Pokémon, die wir dort nicht hatten und die kommen alle nicht mehr. Warum? Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Willst du mich jetzt hier total verarschen? Wo kommen wir die gleichen Pokémon? Manometer, warum? Oh, haben wir auch schon. Ist ja schön. Ich glaube, ich muss gleich diesen Busch verlassen, weil da ist nur Scheiße drin. Ja, das bringt gerade nichts hier. Geben wir auf Flucht und begeben uns dann weiter auf die Suche nach vernünftigen Pokémon. Vielleicht mal in diesen Busch hier nachschauen. Was haben wir hier denn drin? Oh. Wir testen es auch mal mit dem Ball. Nein, er haut sofort. Oh, Beobachtung. Ich werfe mal einen Köder hin. Ich glaube, der steht drauf. Er frisst, ausgezeichnet. Jetzt versuchen wir es mal mit dem Ball. Nein, er frisst immer noch sehr gut. Dann werfen wir einen Stein, um ihn ein bisschen zu ärgern. Stein gegen deine Brille. Ich mach die Brille kaputt. Bam. Jetzt ist er wütend. Ich bin wütend. Jetzt werfe ich einen Ball. Vielleicht, wenn er wütend ist, macht er Fehler. Wie man weiß, wenn man Emotionen zeigt, dann macht man immer Fehler. Eins, zwei. Ach, verdammt. Hätte es fast geklappt. Jetzt frisst er. Ja, er ist Flo natürlich. Verdammt nochmal. Ich brauche das Pokémon. Das ist voll cool. Warum das cool ist? Ja, weil ich es noch nicht habe. Genau deswegen ist es cool. Es kommt wieder ein Owei. Geh weg, du scheiß Owei. Ich will kein Rührei. Wow, im gleichen Busch nochmal. Das geht jetzt hier ab. Oh! Das brauchen wir. So, wir machen es mal so. Wir machen einen Köder, werfen wir. So, jetzt frisst es. Und jetzt machen wir einen. Wir werfen einen Stein. So, ich hoffe mal, es haut dann nicht ab. Bab! Auf deine Flügel. Ist wütend, sehr schön. Flieht es auch? Kann es nach dem Wütend werden noch fliehen? Nein. Jetzt einen Ball werfen. So, jetzt bitte. Komm zu meinem Pokémon-Team. Ich verspreche dir. Boah. Gibt's ja gar nicht. Es geht mir sein Leben ab. Das ist voll scheiße zu fangen, die Sichlor. Oh, da ist ein seltenes Pokémon. So wie der Kollege meinte. Das ist sehr, sehr selten. Njam, 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 es ist so. Ich glaube, seltene Pokémon. Na, komm. Komm bitte zu mir, bitte. 1, 2. Oh, beim letzten Mal. Jetzt flieht es. Nein, es frisst immer noch. War so unglaublich. Ich glaube, das Ding versucht es noch mit noch einem Pokéball. Oh Mann, ey, dieses Spiel ärgert mich doch. Oh Gott, war das knapp. Oh, jetzt ist es weg, oder? Ist Beobachtung. Upsala, jetzt habe ich noch einen Ball geworfen. Ich hätte, glaube ich, erst einen Stein werfen sollen. Das wäre besser gewesen. Und auch nicht. Ja, Chanera haben wir gefangen. Ich kenne Chanera. War es nicht das Pokémon, was bei der Pokémon-Serie immer im Pokémon-Center steht und mit geheilt hat und so weiter? Die Pokémon? Ich glaube schon. Es legt mehrere Eier am Tag. Sie sind sehr nahrhaft und außerordentlich schmackhaft. Lecker. Haben wir immer Rührei dabei? Nein, oder allgemein Eier. Wir wollen Eier. So, hier sind auch ein paar Eier, aber die sind alle schon kaputt, deswegen brauchen wir die nicht. Wir haben ja schon andere Eier. Brauchen wir auch nicht. Den brauchen wir auch nicht.
Wann, immer der gleiche. Was will der von uns? Ich hab dir nichts getan und die ganze Zeit ist er hier. Oh, da ist er wieder. So, Köder. Jetzt fress mal schön. Oh, yeah. Ich werf dir Essen hin und du haust einfach ab. Was bist du denn für ein behindertes Stück Scheiße? Wann. Weg damit. Es gefällt mir gerade hier gar nicht, was hier abgeht. Und meine Nase regt mich total auf. Ich bin voll das Nasenfahrrad. Meine Fresse. Kennt ihr das auch, wenn eure Nase nicht aufhört zu jucken? So, weil du scheiße bist, werfe ich dir jetzt einen Stein gegen den Kopf. Ja, natürlich fliehst du dann. Haben wir auch schon das Pokémon. Aber wir haben jetzt 40 Pokémon gefangen. Können dann quasi da erstmal hinfliegen. Erstmal. Meine Nase. Können nachschauen. Flucht natürlich. Das haben wir ja schon, das Pokémon. Ah ja, ich sehe schon, ihr seht ziemlich viel von der Safari-Zone gerade, weil das ist voll spannend hier, muss ich sagen. Und die ganze Zeit nur rumlaufen und versuchen, welche Pokémon zu fangen. Das Pokémon haben wir auch schon, Nidoran, von daher können wir fliehen. Hier noch 22 Pokebälle. Ah, Pokémon haben wir auch schon, so, wir sollten uns ja mal so langsam Richtung oben begeben. Zu Nest-Bereich und wir können sogar Gas geben, wenn wir wollen. Miau. So, das haben Pokémon haben wir auch schon, deswegen können wir hier eben schnell durchrushen. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich zu viel überspringe. Wenn ja, müsst ihr schreiben in die Kommentare. Dann lese ich, ihr wollt nicht zu viel überspringen, dann werde ich nicht machen. So, da drin sind wieder alle, die meinen, ja, ich habe doch wieder Pokémon gefangen, das ist voll anstrengend, ich bin hundemüde. Ich habe AIDS. Sowas in der Art, sagen die. Hier rüber. Oh. Köder. Frisst. Nam, 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 nam. Und jetzt werfen wir einen Ball. Meine Taktik ist, dass wenn er rausgeht, quasi noch weiter ist. Nein. Frisst er noch? Frisst er? Frisst er schön. Also werfen wir noch einen Ball. Also dieses Parasect ist schon nicht so einfach zu fangen, wenn ich ehrlich bin. Eins, zwei. Ja, wir haben einen Parasect gefangen. Ja, voll. Das war, glaube ich, die Weiterentwicklung von diesen anderen Dingen. Es verstreut giftige Sporen aus einem Pilzhut. Ein Pilzhut? In China wird aus den Sporen Kräutermedizin gemacht. Natürlich nur in China. Und in China wird das Ding auch gegessen. Da tippe ich doch mal drauf. Sehr schön. Ein weiteres Pokémon, Nummer 41, wenn ich mich nicht irre und ich mich nicht total verzählt habe, als alter Analphabet. Wie das passiert das manchmal? Was haben wir hier oben denn? Nichts. Gehen wir hier mal rum. Oder haben wir noch einen Ball liegen? Lars hat... Was? Die Flinkklaue gefunden? Was ist denn eine Flinkklaue? Was zur Hölle war das denn? Beutel. Wo ist es denn? XXX Top X Special Hyper. Da. Ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es hebt die Erschlagquote. Die Erschlag... Was ist das für ein Item? Ich habe gar keine Ahnung, was es ist. Ich habe keine Ahnung. Konnte man bei diesem Spiel schon Pokémon andere Items geben zum Tragen? Und dadurch haben die dann Items für Pokémon, die dann stärker sind? Durchsage, Gorgi, Zeit ist vorbei. Natürlich war ich erfolgreich. Dankeschön für diese wunderbare Safari-Zone. Jetzt haben wir auch sehr viele Pflanzen-Pokémon und könnten normalerweise ein anderes Pokémon mitnehmen für Zerschneider und nicht mal Mirabla, denn wir haben auch höhere Pokémon. Das könnten wir eigentlich machen. Wir könnten mal im Pokémon-Center vorbeischauen. Hallo Lapras! Und dann werden wir quasi erstmal schauen, was für Pokémon wir alle haben und die auch natürlich dann Zerschneider lernen können. Weil ich habe voll die Übersicht verloren. Wir haben so viele unglaublich tolle Pokémon gefangen, dass wir so unglaublich sexy sind. So, wir gehen hier mal rein, schalten Bilds PC ein und legen erstmal unser Mirabla ab. Tschüss, Mirabla. So, ich möchte noch ein Pokémon nehmen. Und zwar möchte ich nehmen... Oh Mann, sind wir schon mit Box 2 jetzt hier angekommen? Noch nicht, aber fast. Box 1 ist voll. Hier sind die Pokémon, die wir gefangen haben. Wir haben ein... Hier fängt's an. Ein Rihorn 25, ein Durino 31, yep. 25, 23, 23, 22, also irgendwie ist das höchste. Bericht. Schauen wir mal, was für Attacken alles kann. Da waren die Attacken. Da sitze. Nein, ich bin zu weit mit Pokémon gegangen. Da, so. Doppelkick. Giftstachel. Hornattacke. Rechte Hand. Steigert die Kraft der Angriffe des getroffenen
im Kampf. Das ist, glaube ich, eine gute Wahl, dass wir das Pokémon mitnehmen werden. Ja, das lohnt sich, glaube ich. So, das nehmen wir dann mit. Nehmen. Ich hoffe mal, dass es auch jetzt hier zerschneidet lernen kann. Gar kein PC. So. Beutel. Und jetzt gehen wir auf... Wo ist denn das? Da. Nein, nein. Die falsche Tasche. Falsche Tasche. Falsche Tasche. Hä? Welche Tasche ist... Ach da. In der Box war es natürlich. Ganz oben. Zerschneider. Okay. Yeah, Nidorino. Nidorino. Ja, kann Zerschneider lernen. Ja, eine Attacke soll verlernt werden. Welche Attacke soll vergessen werden? Ich tippe mal auf die rechte Hand. Der wie brauchen wir nicht. Das macht Damage, das macht Damage, das macht Damage. Doppelkick. Ja, wir machen rechte Hand. Eins, zwei, schwupp. Nidorino vergaß rechte Hand. Und hat was gelernt. Und bekommt eine CD auf den Kopf. Bam, 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 bam. Yeah, Maschine auf den Kopf. Maschine oder CD auf den Kopf. Und hab natürlich was Wunderbares gelernt. Und ja, jetzt haben wir es geschafft und haben Zerschneider auf einen anderen Pokémon, was mehr aushält, mehr Damage macht und voll cool ist. Und jetzt können wir eigentlich mal auf unser Pokémon gehen. Auf unser Tauboss und wir können fliegen. Wir können ja hier auch wieder hinfliegen, oder? Wo sind wir denn gerade? Wir sind in Fuchsania City. Und wo sind wir denn jetzt hergekommen? Uiuiui. Irgendwo war hier doch der lustige Turm. War das hier? Na, ich muss mir erstmal umschauen. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir hergekommen sind. Deswegen gehen wir erstmal hier zurück. Können, wenn wir möchten, sogar im Beutel unser Fahrrad auswählen. Wo ist ja unser Fahrrad? Ist es hier? Fahrrad. Okay. Ring, ring, wir haben Fahrrad. Batman auf dem Fahrrad. Und die müssen wieder absteigen. Nein, wir fahren einfach durch. Wir sind eiskalt. Wir steigen noch nicht ab. Wir fahren einfach durch irgendwelche Gelände. Ja. Jetzt, wenn wir jetzt hier sehen wir. Ach, wir können einfach hinfahren. Ist viel cooler. Oh, hier ist der Radweg. Warum sind wir so langsam? Wie ging das nochmal mit den Tastenkombinationen? Moment mal. Ich weiß es gleich wieder. Okay, da bleibt man stehen. Konnte man nicht schneller fahren? Man kann auch vorspulen. Ich überhole dich. So, hier irgendwo war hier so ein lustiger Turm. Wenn ich mich nicht täusche. Upsala, hier gibt es Pokémon-Gegner. Wo war das denn nochmal? War das... Das sind wir schon zu weit, oder? Das war so... Oder war das hier oben? Der Kollege, glaube ich. Hallo? Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichels Assistent. Wenn du mit 40 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Münzamulett. Also Lars, hast du 45 Pokémon? Natürlich. Super, du hast 41 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse hier. Das hast du dir redlich verdient. Lars erhält Münzamulett. Jetzt ist Münzamulett das, was ich... kann von einem Pokémon getragen werden. Nimmt das Pokémon an einem siegreichen Kampf teil, verdoppelt sich das Preisgeld. Das war nicht das, was ich haben wollte. Ja, du machst mit deinem Freund einen Ausflug, wunderbar. Ich wollte eigentlich was anderes haben. Wo ist jetzt dieses Münzamulett? Münzamulett, da. Nein, Münzkorb war das. Münzamulett. Weißer Ball. Münzamulett, so. Was? Dafür ist jetzt keine Zeit? Geben. Ich weiß nicht, ob das einmalig ist, deswegen warte ich lieber. Ich habe gerade keine Ahnung. Aber die Frage ist jetzt, ihr habt ja geschrieben in die Kommentare, es gibt noch eins, was man vor 30 oder 40 verschiedene Pokémon fängt, dass man dann quasi noch, wie soll ich sagen, damit kann man dann ein Amulett oder ein Item, womit dann quasi die Erfahrung aufgeteilt wird, dann kann man schwächere Pokémon hochleveln. Aber ich bin gerade am Überlegen, wo das sein könnte. Das war irgendwo, das war auch so ein Professor Eichel, der gemeint hat, ich kann mich so arg dran erinnern, aber ich weiß gerade nicht mehr, wo das war. War das auch in so einem Häuschen? Wo war denn noch ein Professor Eichels Assistent? Überlegung. Wir fliegen einfach mal los. War das vielleicht bei Saffronia City? Nein, bei Saffronia City. Azuria City? Wo war das? Ich weiß es nicht. Fliegen aber mal dahin. Dann seht ihr mal, yeah, Tauboss fliegt mit uns. Yay!
Danke, Taubos. So gab's.